Hier ist Die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Timo Schwirsch und dies sind die Themen für Freitag, den 18. März. Die Ortsumgehungen von Lese, Landesbergen und Esdorf sind jetzt im Bundesverkehrswegeplan aufgenommen worden. Auch die Ortsumgehungen von Nienburg und Loccum sind jetzt aufgeführt. Die Hake erklärt, was der Bundesverkehrswegeplan für den Kreis Nienburg bedeutet. Die Stadt Nienburg möchte eine Flüchtlingsunterkunft am Naturfreundehaus bauen. Dort, wo jetzt das Gästehaus und ein Schuppen direkt neben dem Stadion stehen, soll ein dreistöckiger Neubau für bis zu 40 Flüchtlinge entstehen. Kosten rund 1,2 Millionen Euro, inklusive Außenanlage und Einrichtung. Bürgermeister Henning Onkes nutzte die Sitzung des Schulausschusses der Stadt Nienburg, um auf die öffentliche Kritik des Schulelternrats der Nordertorschule zu reagieren. Er räumte zwar keinen Fehler in der Kommunikationspolitik ein, lieferte aber Fakten, die seine Sichtweise verständlicher machten. Schulleiter Andrzej Bojarski sprach von nicht eingehaltenen Absprachen und wünschte sich schlichtweg eine bessere Zusammenarbeit. Mit dem Musical Dracula war am Mittwochabend das Theater für Niedersachsen zu Gast im Theater auf dem Hornberg. Knapp 500 Zuschauer sahen einen brutal zärtlichen Grafen Dracula, verkörpert von Alexander Prosek. In der Hake Leserloge unterhielten sich die Gewinner ebenfalls prächtig. Dramaturg Christoph Wahlefeld erzählte Näheres über die Inszenierung, die sich nah an Bram Stokers Originalroman von 1897 anlehnt. Im Flecken Uchte startet am 1. April das Anruf-Sammeltaxi mit 64 Haltestellen. Wer im Kernort in Heusinghausen, Woltringhausen, Dahlaten, Höfen oder Lohhof wohnt, kann künftig für einen Fahrpreis von 3 Euro von A nach B gelangen. Das erklärte Ziel ist, die Mobilität der Einwohner dort zu erhöhen, wo Busse nur selten fahren. Das Bauen und Wohnen im Landkreis Nienburg ist nach wie vor stark nachgefragt. Insbesondere Grundstücke und Immobilien in der Stadt sowie in den Randgebieten zur Stadt sind beliebt. Das zeigt auch der vom LGLN Sulingen-Verden vorgelegte Grundstücksmarktbericht, der ab sofort erhältlich ist. Zum Sport. Internationale Luft schnupperte Badmintonspielerin Alicia Molitor vom MTV Nienburg beim German Junior in Berlin. Im Doppelwettbewerb spielte sie an der Seite von Ann-Kathrin Spöri aus Berlin. Spielertrainer Gorancho Georgiev strebt mit dem VfL Münchehagen die Meisterschaft in der Kreisliga an. Trotz beruhigendem 10-Punkte-Vorsprung auf Platz 2 wähnt sich Georgiev mit seiner Mannschaft noch längst nicht am Ziel. Mit 160 Startern beim Leichtathletik-Hallensportfest konnten die Veranstalter vom TUS Hoja einen Teilnehmerrekord vermelden. Kurzsprints über 2x30 Meter, Standweitsprung oder auch Zielwurf mit dem Schlagball standen dabei auf dem Programm. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake vom Freitag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.